Moin moin, servus Leute, Freunde des gehobenen Ballsports. Heute ist es endlich soweit. Wir lucken hier mal rein. Ich glaub's ja nicht. Unser Bumper an einem Optum. Ist das etwa unser Optum? Ich glaub's ja gar nicht. Das Märchen haben wir ja schon jahrelang erzählt. Und heute ist es endlich soweit. Da ist das schöne Teil. Wir gehen hier mal rein. Man glaubt es ja gar nicht. Hat ja auch nur Ewigkeiten gedauert. Schwarze Felgen. Man sieht hier eigentlich überhaupt gar nichts. Ich schiebe das hier nochmal ein bisschen auf, damit ihr hier mal ein bisschen Licht habt. Quietsch. Schwarze Felgen. So wie wir uns gewünscht haben. Aber ja, hier drin sieht man eigentlich überhaupt gar nichts. Und deswegen fahren wir den jetzt mal raus. Und erklären mal, was in den nächsten Wochen und Tagen damit so geplant ist. Pünktlich zur Saison. Ja, noch ein bisschen geflasht irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist die Story, die wir euch jetzt seit anderthalb Jahren erzählt haben. Und bisher wurde sie irgendwie nie wahr. Und wir haben alle schon dran gezweifelt, ob es irgendwann soweit ist. Aber da ist er. Jetzt mal bei Licht und Sonne hier. Alter, ist schon ganz schön fett mit diesen schwarzen Rädern, ne? Erst habe ich so gedacht, na, ob man das unbedingt so machen muss mit Schwarz. Silber, Original, sieht auch geil aus. Aber doch die Kombination dieser tiefen Felge hier für den 900er Reifen. Ja, mit dem Schwarz, das passt doch ganz geil. Und jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum das hier alles so glänzt. Vor allen Dingen auch der wunderschöne rote Lack. Also eigentlich wundert es einen nicht, weil der Träger ist natürlich neu. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier tatsächlich eine Keramikversiegelung bzw. eine Canova-Wachsversiegelung drauf zu machen. Das ist ein bisschen anstrengend, das quasi da drauf zu bringen. Aber jetzt, wo der Lack noch einmalig neu ist, macht das einfach Sinn. Weil wenn wir jetzt die nächsten Tage damit in harten Ackereinsatz gehen, dann kann man den einfacher immer mal wieder abspülen und hat dann hoffentlich ja zumindest mal über die nächsten Monate so einen gewissen Abperleffekt. Das ist, glaube ich, ganz geil. Seht das schon hier? HFT, daher kommt der Händler, der Trecker her. Das ist der Händler unseres Vertrauens. Vielen Dank auch nochmal für die Anlieferung gestern, just in time quasi zur Saison. Und ja, jetzt muss ich mich einmal drauf schwingen hier, weil wir erstmal AdBlue holen müssen. Wir müssen dann auch noch ein paar Sachen zusammen dengeln, weil es geht mit diesem Schlepper dann Richtung Mecklenburg-Vorpommern. In den nächsten Tagen, wunderschöner Teppich hier drin. Sören hat hier schon alles vollgestaubt mit seinen Fußabdrücken. Erste Beobachtung, also abgesehen davon, dass die erste Beobachtung ist, dass es jetzt ein richtig geiles neues Lederlenkrad gibt, wie das auch auf dem neuen Puma 260 ist oder gewesen ist, den ich auf der Messe gesehen habe. Es ist alles im Detail noch besser geworden. Also der Monitor fährt schneller hoch. Irgendwie ist die Verarbeitung an vielen Stellen noch besser als das, was wir gewohnt sind. Und ja, erster Eindruck ist wirklich nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vielleicht trübt mich meine Erinnerung auch, aber das ist schon ganz nice. Und natürlich, die Spezi darf nicht fehlen, ne? Eingetragene Marke, würde Tim jetzt sagen. Guckt euch das mal an, alleine die Tür. Ich lasse die jetzt nur so ganz einfach zufallen. So, die ist zu. Zack. Da muss man nicht lange ziehen, da gibt es keinen Unterdruck. Das ist mega. Also für so eine große Tür hinten angeschlagen, habe ich bisher selten irgendwie bei irgendeinem Schlepper erlebt. So, jetzt drehen wir mal den Zündschlüssel hier und starten den Schlepper mal. Man sieht sofort, das Eckpfosten-Display ist sofort verfügbar und wir könnten jetzt auch, wenn wir jetzt zum Beispiel Kupplung treten und vorfahren, geht sofort los. Das hat er letztens bei der vorherigen Maschine, letztes Jahr beim letzten Softwarestand, ab und zu musste man ihm so 10 Sekunden geben, nach dem Neustart jetzt des Treckers, natürlich nicht nach dem Aufsteigen. Das war eigentlich ganz geil. Und auch hier der Monitor, selbst wenn er jetzt eingeschlafen ist, das System am Ende des Tages, fährt irgendwie schneller wieder hoch. Also in Summe, ich meine auch bei Fendt oder John Deere, wenn der Trecker wirklich gestanden hat und sogar der Batterietrennschalter, der automatische, entsprechend angegangen ist, dann brauchst du das auch schon mal, was weiß ich, 90 Sekunden. Ne? Auch beim John Deere jetzt mit dem Gen 4 Command Center beispielsweise, beim 6R, bis das einsatzfähig ist. Und ich kann ja jetzt sowieso schon hier beispielsweise Steuergeräte verwenden. Das heißt, das ist komplett unproblematisch, Heckhubwerk und so weiter, das geht auch alles. Ja, und jetzt ist er schon da. Also ich könnte jetzt mitgestoppt haben, ich würde jetzt mal sagen 40 Sekunden, 30, 40 Sekunden war irgendwie die Zeit. Die zum Beispiel draufgehe und die Kamera schon vergrößern möchte, dann funktioniert das auch sofort. Und wenn ich jetzt hier losfahre, da ruckelt auch nichts. Das Bild ist sozusagen, die Übertragung ist sofort da, selbst nach dem Neustart des Schleppers. Also das ist schon echt was Nices, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wirkt alles ein bisschen fresher quasi noch als
ja, die Maschine aus dem letzten Jahr. So, hier einmal auf die Straße. Ich mag einfach diese Wendeschaltungsknöpfe hier auch. Das funktioniert echt super. Hier am Hebel auch, wenn man jetzt beim Mais schieben wäre oder sowas in der Richtung. Das war letztes Jahr schon geil, aber das macht einfach Bock. So, und das, was ihr letztes Jahr ja schon mitbekommen habt und was dieses Jahr natürlich bei diesem neuen Optum kein bisschen anders ist, es ist einfach brutalst leise. Also wir sind jetzt bei 52 km/h und wir haben dicke Puschen drauf hier und der gleitet einfach so dahin. Das ist einfach ein Phänomen, das muss man wirklich sagen. Und ja, es ist halt ein Schlepper, der mir letztes Jahr schon gut gefallen hat, deswegen haben wir bestellt, vorletztes Jahr schon, und jetzt freuen wir uns darauf, dass wir da mindestens mal dieses Jahr mit arbeiten können. Der sollte ja eigentlich schon ein Jahr vorher kommen und wir hatten ja eigentlich schon für die Zukunft ein bisschen andere Pläne, aber jetzt haben wir gesagt, das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Da starten wir jetzt mal mit durch. Wo starten wir denn eigentlich durch? Genau, wir sind ja jetzt hier komplett aus dem Rhythmus. Letztes Update zu allem ist ja gefühlt noch aus dem Ende letzten Jahres gewesen. Und was machen wir jetzt? Also dieses Jahr wird es wahrscheinlich deutlich mehr Content vom Biobetrieb geben in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir letztes Jahr schon gewesen sind und euch beim Pflügen mitgenommen haben und auch ein bisschen Bodenbearbeitung. Da werden wir jetzt wahrscheinlich über das Jahr hinweg diesen Schlepper deutlich häufiger sehen, zumindest jetzt erstmal zu Beginn der Saison. Deswegen machen wir den jetzt auch fertig hier einmal. Das heißt, auftanken, die ganzen Steuergeräte müssen wir uns noch einstellen, dass das alles schon mal vorbereitet ist. Ja, was muss man noch machen? Keine Ahnung. Bumper haben wir schon dran. Frontgewicht werde ich auch noch mitnehmen. Das wird allerdings hinten reingepackt dann in die Dreipunkt. Ja, das ist eigentlich erstmal so das, was wir brauchen. Prüfen, ob alles in Ordnung ist, irgendwie keine Fehlermeldung schmeißt. Das müssten wir dann sonst in den nächsten ein, zwei Tagen noch klären. Aber so sieht das jetzt erstmal alles mega aus. Also ich bin sehr, sehr angetan. Genau, und dann wird es erstmal wahrscheinlich vom Grubber gehen, dass wir Zwischenfrüchte platt machen, flach einarbeiten, dann werden wir wahrscheinlich pflügen. Vielleicht gibt es da auch noch was Wunderschönes von Lemken, da bin ich mit den Kollegen von Lemken schon im Austausch. Mal gucken, ob das was wird, dass wir dann da um den Monatswechsel Richtung April tatsächlich auch noch mal ein bisschen neue Technik von Lemken zeigen können. Dann natürlich Aussaat. Vielleicht packen wir hier auch die Solitär mit der Kreiselecke dahinter, die 4 Meter, die wir auf dem Betrieb dort haben. Das müssen wir dann einfach mal gucken. Und dann wird es sehr, sehr spannend, wenn die Feldfrüchte in Gang kommen, dass wir dieses Jahr auf dem Betrieb sehr viel Striegeltechnik auch ausprobieren werden und Hacktechnik. Tatsächlich haben wir uns auf dem Betrieb einen Einböck-Striegel zugelegt in 12 Meter. Der dann auch hinter dem Optum laufen kann, gerade auch mit den 900er Puschen und mit sehr wenig Reifenluftdruck, dass wir da auch sehr, sehr bodenschonend unterwegs sind. Bin ich mal sehr gespannt, wie das dann auch funktioniert mit RTK quasi, in Anführungsstrichen, querfeldein. Dann werden wir wahrscheinlich aber auch noch Hacktechnik einsetzen, auch von der Firma Einböck nach dem jetzigen Plan, damit wir dann auch natürlich gerade auf diesen verschlemmten Böden da die perfekte Vorbereitung haben, um auch den Unkrautdruck Richtung der Saison so gering wie möglich zu halten. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wir werden, wie gesagt, viel diesen Schlepper einsetzen. Der ist jetzt nicht für jede Arbeit notwendig. Also gerade beim Striegeln brauchst du natürlich keine 300 PS. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine sehr komfortable Maschine mit RTK drauf und so weiter und so fort. Das wird dann schon ganz gut passen. Ja, und dann im weiteren Verlauf müssen wir dann mal gucken. Also kann sein, dass wir dann in der Börde schon wieder irgendwo unterwegs sind, was Ernte- und Bodenbearbeitung anbelangt oder vielleicht auch nochmal Richtung Mais im Emsland. Aber das will ich jetzt mal noch nicht planen. Das kann dann nachher sowieso alles anders kommen. Und ja, von daher passt das erstmal. Was ihr vielleicht schon von außen eben gesehen habt und auch von der Kabine kann man das hier auch ganz gut sehen. Der Trecker hat eine breitere Spur an der Vorderachse. Also nicht nur an der Vorderachse, sondern auch an der Hinterachse, weil wir jetzt die 650er 34 Zoll Reifen haben, Felgen, und die sind halt so eingestellt, das sind Verstellfelgen, dass ich quasi jetzt auf der breiteren Spur fahre. So dass ich hinten, ich sag mal, 2,95 etwa habe mit der 900er Bereifung und vorne fahren wir jetzt, was weiß ich, vielleicht auch schon auf knapp 2,90 oder sowas. Also relativ breit vorne die Spur und ja, da bin ich mal gespannt. Erste
Sache, die man sofort feststellt, ist auf jeden Fall, dass er deutlich satter auf der Straße liegt. Also der, den wir letztes Jahr hatten mit dem Michelin, der war ja häufig immer so ein bisschen hoch und wackelig mit den 75er Querschnitt hinten, 42 Zoll. Und jetzt haben wir halt sozusagen mit der breiteren Spur und den breiteren Reifen in Summe hier ja, tatsächlich ein satteres, sportlicheres Fahrgefühl. Das ist so ein bisschen mehr, ich sag mal, Fahrgefühl, jetzt ein bisschen mehr Puma, aber immer noch Optum-Leistung. Das ist eigentlich eine richtig geile Kombination. Und natürlich die Bodenschonheit dann am Ende des Tages. Ja, genau. Mitas Reifen habt ihr auch schon von außen gesehen. Sind wir auch sehr happy mit der Wahl. Das passt, glaube ich, sehr, sehr gut jetzt auch zu diesem Schlepper und auch zu den Ackereinsätzen, die wir haben. Ein sehr walkfähiger Reifen, hätte ich jetzt erstmal gesagt. Soweit wir auch Erfahrungen mit diesen Reifen haben. Und ja, ihr merkt das schon, ne? Wir fahren hier bei 1500 Touren mit knapp 50 durch den Ort. Du hörst nichts. Ne? Weder vom Getriebe noch vom Motor. Hängt geil am Gas. Ja, einfach richtig ein Rennpferd hier, muss man sagen. Gut, so, ich bin jetzt hier gleich bei der Tanke. Wir sehen uns gleich auf dem Rückweg nochmal. Ich muss, ja, Diesel können wir auch noch nachfüllen, aber vor allen Dingen erstmal AdBlue. Ja, das passt nicht so gut. Da war er mutig. Einmal AdBlue voll. Das hilft auch immer schon. Und wieder zurückdüsen. Lass mal den Motorradfahrer noch vor, wir sind ja nett, ne? Ja, was gibt es sonst noch so zu berichten? Ich würde sagen, das war's erstmal. Wir starten erstmal langsam wieder durch, ne? Muss man uns ja auch erstmal alle wieder einfuchsen jetzt hier. Neuer Betrieb, neues Jahr. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in den nächsten Tagen, wenn es wieder richtig losgeht. Und von daher... Bleibt gespannt. Bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare zum Optum. Was haltet ihr von den schwarzen Felgen? Hättet ihr das auch so gemacht oder hättet ihr das anders gemacht? Ja, so würde ich sagen, verbleiben wir erstmal.